Im Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam wird berichtet, dass er eine sehr gütige Person war, äußerst gütig. Aber im Ramadan war er sallallahu alaihi wasallam noch gütiger. Er war so gütig, dass es im Hadith heißt, er war wie ein Wind, der weht. Einen starken Wind kann jeder spüren, obwohl es ja nur ein Wind ist, subhanallah. Die Güte des Propheten sallallahu alaihi wasallam war im Ramadan wie ein Wind. Jeder konnte sie spüren. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf die Güte im Ramadan lenken. Güte hängt mit deinem Charakter zusammen, mit deinem Verhalten. Erlaube deinem Temperament nicht, in diesem Monat Oberhand zu gewinnen. Einige Menschen sind hungrig und wenn sie hungrig sind, werden sie wütend. Frei nach dem Motto, ein hungriger Mann ist ein wütender Mann. Aber im Islam ist das nicht so. Von uns wird verlangt, uns zu beherrschen. So heißt es im Hadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Ramadan ist zu euch gekommen, ein gesegneter Monat. In ihm sind die Schayatin in Ketten gefesselt. Die Tore zur Hölle sind geschlossen und die Tore zum Paradies weit geöffnet. Und der Rufer ruft aus, O Sucher des Guten, geh weiter. O Sucher des Schlechten, unterlasse es. Wenn wir am Nachmittag schon ziemlich hungrig sind und uns aufregen wollen, wenn wir wütend werden auf andere, beherrscht euch, damit ihr eine gute Tat dafür erlangt. Wenn ich gerade dabei bin, mich aufzuregen, ich mich aber beherrsche, wird mir das als eine gute Tat gutgeschrieben. Eine gute Tat als Geschenk. Niemand hat's gesehen, keiner hat es mitbekommen. Ich habe ja nichts getan. Aber ich weiß, ich war gerade dabei, aus der Haut zu gehen. Ich wollte etwas Schlechtes sagen, aber ich habe mich zurückgehalten. Und Allah belohnt mich dafür, es nicht getan zu haben. Insbesondere wenn du fastest, wirst du umso mehr belohnt. Also sei gütig in deinem Charakter.